willkommen zur zweiten Folge vom Let's Play Bus Simulator 2012 mit mir, Augen und Risa. Wir fahren jetzt die Linie 15. Sie führt uns vom Amfächerplatz nach Edersheim, Heimfeldstraße. Fahrzeit ungefähr zwischen 15 bis 20 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O530G Citaro. Wir fahren im Bus Cable Car Simulator Repaint aus dem Jahr 2011. Das ist das Spiel rausgekommen. Wir fahren es auch direkt los und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 15. Sie führt uns vom Amfächerplatz zur Heimfeldstraße. Mein Name ist Jürgen Rieser, ich bin heute Ihr Busfahrer und werde Sie sichern, vor allem sanft durch das schöne Freifurt begleiten. Falls Sie irgendwelche Fragen und Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehe ich Ihnen als Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Ich hoffe, euch alle draußen geht soweit gut. Mir geht auch gut, kann mich nicht beklagen. Und dank eurer Hilfe haben wir schon die 159 Abonnenten geschafft. Das heißt, ein Abonnent fehlt noch, dann haben wir die 160 geschafft. Und wir sind auch bei den rund 43.300 Aufrufe. Und ja, das ist auch echt der reine Wahnsinn, was wir in dieser Zeit mit knapp 2 Jahren YouTube miteinander geschafft haben. So, vielen, vielen herzlichen Dank für jeden kostenlosen Support. Zuschauer zu Hause, ich hoffe, euch alle draußen geht's gut. Mir geht's auch gut. Kann mich nicht beklagen. Ich habe ja heute auch wieder meinen klassischen Montag, den ihr kennt. Das heißt, morgens Videos auf, die mich frisch anziehen. Dann um kurz vor 12 runtergehen zu meinem Opa. Und heute gehe ich dann nicht zu meiner Oma zum Mittagessen. Aus privaten Gründen, die werde ich nicht sagen. Ja, dann fragt mich meine Mama um kurz vor 15 Uhr in unser Sportteam zum Kegeltraining. Dort werde ich dann den 2 Durchgänge vom 200er Wurfmodus aufnehmen. Das heißt, ich werde dann gleichzeitig
beide Bahnen spielen, um dann mehr Kegelsprüche gleichzeitig zu schreien. Das ist dann auch was Neues auf meinem Kanal. Und ja, dann am Abend kommt dann auch mein Cousin ins um 17 Uhr kommt dann wieder die Jungs ins Kegeltraining. Vier Jungs. Um 19 Uhr kommt dann noch mein Cousin ins Training. Darauf freue ich mich auch. Dann machen wir wieder unser Duell gegeneinander. Wer von uns beim Training besser ist. Guten Morgen. Okay. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch sehr schöne Frage, das stimmt. Die hört man aber nur, wenn sie in der ersten Tür einsteigen. Nächste Haltestelle, Hellerbrunner Straße. Stellen. Das wird echt aufpassen. Was ist genau meiner?
Temperatur immer auch wieder in den Aufzug 2, dann fahren wir auf der Themenhoch Adler Bad Schönesdorf 2020 weiter. Und hoffentlich steigen dann auch wieder die Fahrgäste ein. Nicht so wie bei der letzten Folge. Soll ich euch mal sagen, warum der City-Bus-Simulator München beim letzten Mal einfach so abgespielt ist? Das lag an der Baustelle, an den vielen Objekte. Deshalb ist der City-Bus-Simulator München beim letzten Mal auch abgestürzt. Hi. Hi. Nächste Haltestelle, Eichendorfstraße. Hier. Hier unten, wo das grüne H ist, das immer gestartet. Und hier, wo das rote H ist, ist die Endhaltestelle. Und jetzt müssen wir noch 9 Haltestellen anfahren und dann haben wir es geschafft. So geht die Folge auch zwischen 20 bis 25 Minuten. Ah, noch ein Kollege. Hallo. Morgen. Morgen. Können alle einsteigen. Hallo. Hallo. Hi. Hi.
Flugzeugsimulator habe ich sogar. Habe ich mir auch damals gekauft. Es gibt ja auch eine Auswahl an verschiedenen. Hier bei F1 bei Replay. Schaut mal, was sich da ändern kann. Das kann man wählen. In Blau. Das. Titanic. Das Repaint. Per Machine Simulator. Das normale für Solo Poster mit roten Stangen. Astragon. Und dann wieder das Ding. Boah, 3 Minuten verspätet.
Anschluss zum Metrobus. Das Wort des Tages ist Logik. Morgen. Morgen. Nächste Haltestelle, Jahnstraße. Straße.
Endstation. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne wie immer ein kostenloses Abo und ein Like da. Vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt wie immer gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf meinem Community Discord Server vorbei. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo. Also macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Tschüss! Und das war unser Bus zum Mercedes-Benz U530G Titaro.